Was soll denn das heißen? OSD. So, heute ist Mittwoch. Ich bin hier immer noch. Immer noch am Mittwoch. Immer noch. Samstag habe ich das letzte Mal Datum getauscht. Heute ist Mittwoch. Ich habe schon vor Arbeitsbeginn einen Auftrag bekommen und den zweiten gleich am Arbeitsbeginn. Kleinstaufträge, aber Aufträge. Die werde ich jetzt erstmal machen. Bis dann. Du hast die Neuigkeiten in der Hand. Neue Eröffnung. So, sag mir mal lieber Neuigkeiten. Ja, Zeitung. Also Zeitung, ja. Ja. Volksbühne besetzt ihn. Doch egal. Der Klaus Lederer. Da bitte die linke Kursenator Lehrer die Eindringlinge eben zwei Räume zur Nutzung an. Ja. Der Sound greift endlich bei Hertha an. Erstes Spiel in der Champions League. Aha. Die wichtigen Tipps zur Rente. Ah, Rente! Naja, Zuverdienst, Zeit des Zuverdienst. Vollgangsthema, Rente. Also ich immer seit Moment, wo ich Seite 16. Volksbühne besetzt. Mit wem denn besetzt? Mit dem Olé, die Volksbühne, mit denen. Die haben dann die komische halt Dings da besetzt und den da sagst du, und die Lederer, die wollen das ist ein Haus da, sind das alle so. Kennen die alle nicht. Da. Ja, machen wir weiter. Jetzt muss ich das Lastenrad reparieren. Da draußen. Jetzt hol ich mal ein Werkzeug. Und einen Schlüssel. Und auf zum Lastenrad. Oh, ey, Mann, mein Armer. Meine Rippen, ey. Das Wetter. Meine Rippen tun weh. Meine Mitte ohne Knochen so weh. Die Nacht auch schon schlecht geschlafen, ja. Fischer. Grandiose Schloss. Hat ja das andere halt wieder hin, wa? Ja. Da geht ja ganz schön los hier mit dem Regen noch. So, was? Die Schlösser sind wie ein Tür, wa? Ja, weiß ich nicht. Fischer, also von der Marke nun wahrscheinlich nicht. Das ist nicht so doll. Aber wenn die Zahler geht, knacken die heute jedes Schloss, wa? Naja. Heute wie früher. Das ist das Fernsehwacht, da kannst du nicht was kaufen. Für 80 Euro, jetzt haben sie dann 5 Minuten geknackt. Ach, guck mal, das ist ja richtig rausgerissen. Das habe ich auch noch nie gesehen hier. Ja. Aber das Ventil ist. Komm, ich geh gleich rüber, ja? Jo. Das ist der Maler, ja? Ja, das ist schlecht hier langsam. Ja, bis gleich. Oder später. Wann auch immer. Ja, machen wir das jetzt. Die Kinder sind alle weg. Kakao will ich nehmen nur. Ich bin da sehr bescheiden. Nee, gegessen habe ich gerade eben. Aber Kakao will ich nehmen. Dennis ist wieder da. Kakao. Also ein Kakao. Ich hole mir nämlich noch so einen Mondcroissant auf jeden Fall. Ein Kakao. Ein Kakao. Nur ein Kakao. Nur ein Kakao. Kakao. Bin ich. Jetzt kommt der neue Antrieb auf. Der neue Antrieb. Antrieb gehören neue Zahnkränze. Die haben wir hier.
festziehen. Der Teil hier, zack. Jetzt wollte ein. Neuer Kranz für vorne. Shimano. Gerade ausgepackt. Der mittlere und der große ist von Stronglight, der mit viel Beanspruchung. Der große kostet richtig, der kostet 20 Euro und der große kostet 50 Euro. Nur der Kranz. Mann, unglaublich. Ja, aber so ist es. Hält dann aber auch wieder. Das ist okay. Kann man mal investieren. Das ist der Kranz für vorne. Stronglight. Vorne oben, also der große Kranz. Ne? So. Richtig schön dick. Der letzte Part wird getan. Die Kette wird vernietet. Dann bin ich fertig mit dem Rad. Was wollte ich denn jetzt? Oh, nur die Kette vernieten. Mach ich mal das. Dann tun wir dies doch. Ja, ein bisschen einfach machen, die Kette runternehmen vom Kettenblatt, dann haben wir nicht so viel Spannung drauf, gegen die wir arbeiten müssen. 1, 2, 3, 4. Hört sich nach einem platten Schlauch an. Na, wer ist das denn? Ja, wer kommt denn da? Der Paul! Was Neues gibt. Ja, was gibt's Neues? Also, mein altes Schleuder-Lagerset, das ganze Rad, ich Paul. Weiß, das bringt es nicht mehr. Aber jetzt wollte ich natürlich, ich habe ja so ein neues, das hatte ich auch so vom Heimtrainer hinten drauf, hatte ich ganz in der Wohnung stehen, dieses grüne Rad. Und da sind jetzt aber irgendwie, ich weiß nicht, ob die Bremse in Ordnung ist und ich glaube, die ist in Ordnung. Aber eigentlich nur aufpumpen. Ja, dann pump mal. Und dann, genau, das kann ich nochmal machen. Genau. Dann den Fahrradkorb hätte ich natürlich gerne an den grünen. Und dieses Unplattbar hätte ich natürlich auch gerne an den grünen. Oder man wartet, bis es platt ist. Oder? Also ich pumpe erstmal auf jetzt. Ja genau, ansonsten musst du auch nicht aufpumpen. Jetzt ist nicht platt, aber in einem Monat ist platt, oder? Keine Ahnung. Ohne Unplattbar. Immer gleich platt. Platt. Wenigstens hinten vielleicht unplattbar machen. Ja, ist mal ein Hollandrad, Mensch, die Grüne. Montage kosten 30 Euro. Und na, der Reifen denn noch oder was? Oder hast du den Reifen jetzt dran? Du willst den Reifen von einem Rad aufs andere Rad. Ja. Und das andere kommt in Schrott dann aber auch. Ja. Also wird jetzt nicht wieder zusammengebaut dann das andere. Nee. Das ist einfach nur zum Aufschlagen. Ja, ist das andere Rad platt? Ja, welches Rad ist denn jetzt platt? Also
bei dem Hinterrad ist das, was wir haben sollen. Ja. Ich verstehe ihn jetzt gar nicht mehr. Ja, habe ich das falsch verstanden. Und ich dachte, diese unplattbaren Dinger darauf ziehen. Im Moment ist nicht platt. Ja, aber hört sich so platt an. Hat sich so platt an hier? Ja, jetzt keine Luft drin. Aber ist ja wie neu. Ja, ist neu. Ach, ist neu. Müller, bitte mal mit. Ja, Müller ist hier. Müller, siehst du Nachbarn, können Sie bitte. Das ist der beste Nachbarn, sitzt du, wirklich. Ja? Ich kenne. Ich kenne nicht. Meine Frau, die ist. Nee, das mache ich nicht. Ist okay. Aber bis morgen nochmal gehen. Ist okay? Was für ein Ding? Morgen oder wieder? Okay. Okay. Ich komme morgen wieder. Hey. Hallo. Wieso? Frau Müller. Terminator. Bitte schön. So können wir. Tschüss. Kein Problem. Ciao, ciao. Nehmen wir Probleme. Das ist nicht mein Ding. Guck mal hier, die Bremse sieht irgendwie komisch aus. Um Gottes Willen. Und verbogen, oder? Oh. Das kam mir seltsam vor. Also. Irgendwie hat es irgendwie. Ach, vielleicht müssen wir selber gehen. Hier, guck. Ah, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich auch nicht. Interessant, ich habe noch nie einen Bremsbelag von innen gesehen. Jetzt gibst du mir die Chance dazu. So schlecht verarbeitet. Einfach mal so. Ruff vulkanisiert, ruffi gossen und hält nicht. Scheiße. Da, da, da. Funktioniert nicht. Ja, jetzt bremst du besonders gut. So richtig. Das ist eine Aufgabe jetzt für Götter, ne? Die man jetzt wieder. Ja, musst du erstmal, ja. Bis er explodiert. Ach, das bleibt bei ihm, ja? Ja, klar. Aber wir sind natürlich Geld verdienen, ja? Geld verdienen? Darum geht es nicht. Kannst gucken, wann dein Rad fertig ist. Aber bei YouTube verdient man auch Geld. Ja, massig, ohne Ende. Hier, willst du mal was sagen in die Kamera? Guten Tag, guten Morgen. Und das schießt am Fahrrad an, ja? Nee, die ist einfach hier mit dabei immer. Bei mir immer mit dabei. Aber Geld? Das ist hier mal auf dem Helm. Paul, wie viel verdient man denn so bei YouTube? Du bist doch auch YouTube-Millionär mittlerweile. Was, bei YouTube? Wie viel verdient man denn so über YouTube? Ja, man kriegt da so 2000 Euro im Ich habe Jahr. Gehört. Im Jahr. Ja, das ist ja nicht so viel, 2000 Euro im Jahr. Im Jahr. Weißt du, es gab einen Junge hier. Den kennst du auch von denen her. Der nennt sich Capital Bra. Der hat in einer Woche hat der mehr als 3,6 Millionen Klicks. Ja. So, jetzt rechne mal aus, in einer Woche 3,6 Millionen Klicks. Sag mal, soll ich mal rechnen? Wie rechnet man denn sowas? Was du kriegst? Ich weiß nicht, was man kriegt, nee. Er hat mehr als 4.000, 5.000 Euro gekriegt dafür. Alleine nur für die Klicks. Ein Video nur. Was hat er gemacht auf dem Video? Er macht Musik, er ist Rapper geworden. Und wegen einem Video ist der und der andere hat beim nächsten Video mitgespielt und der wohnt hier um die Ecke, hat hier keinen Zahn. Ja, viele denken, das bin ich, weil ich auch so war, aber der ist auch jetzt berühmt. Ohne Zahn. Er hat ein Musik gemacht, ist über 6-7 Millionen Klicks, er hat sein Geld gemacht. Das 5.000 Euro ist jetzt auch nicht die Welt. Ja, stimmt. Also da musst du schon viele öfter mal ein Video produzieren. Viele machen mit YouTube Geld. Der ja, aber von meinen 20 Aufrufe kriege ich da nicht viel von meinen 20 Klicks. Guck mal, die Gabe, guck mal, das kommt drauf an. Guck mal, diese Weltrekord Klick war? Nee, keine Ahnung. Ich beschäftige mich nicht so doll, ehrlich gesagt. Diese eine Kamera liegt mal im Auto. Da hat die eine Frau irgendwas zufällig was mit dem Handy. Mit dem Lachen irgendwas war das, weil die gelacht hat die ganze Zeit und diese Lachen gingen dann 3 Minuten lang und die hat dann hochgeladen und YouTube und ist am einen Tag, ja, ohne kein Spaß, am einen Tag auf der ganzen Welt, die ganze Welt, die ganze Erde, die ganzen Länder haben alle geklickt und weißt du was, die hat Haufen Kohle mächtig gekriegt und die hat Gold, denkst du hier, der YouTube Platinum Award. YouTube Gold.
Du kriegst dann Pokal und dann kriegst du noch Geld und dann kriegst du... Ach, hör auf, jetzt verarscht du mich. Ja, Pokal. Ja, guck, kommt guck, guck. YouTube. Einige Leute posten das sogar noch. Leon, da kann schon sein, einfach, dass du weißt. Einfach, Leon, ich sag deinen Namen, Leon Mascher. Der macht immer so eine Prank-Videos. Der sagt, er sagt ehrlich und offen, wie viel er verdient an YouTube. Ja. Und er. Ja, ich kann dir auch ehrlich offen sagen, was ich verdient habe an YouTube. In einem Jahr $25. Respekt, Mann, teile das mal. Ja. Durch die Arbeitsstunden, die du mit Videoschneiden verbringst. Aber das ist, hängt nur, das hängt je nachdem nach dem Klick. Ja, ich mache halt keine Werbung mit so einem Scheiß. Und der Junge hat dann jetzt öffentlich bekannt gegeben, dass er einen Laden hat. Viele machen aber wirklich damit Geld. Fahrrad, Handel, pass auf. Wenn ich abgehe, ja, ich hau mich oft drauf, yo. Nein, aber... Am Ende noch Motherfucker. Ja, aber einige machen schon mit einigen Sachen... Hier, YouTube. Yeah. Einige machen aber wirklich mit einigen Sachen Geld damit. Einige mit einigen, ja, ja. Sag mal ganz kurz. Yes! Es ist jetzt alles klar, kann ich. Es ist jetzt alles klar. Oder soll ich abschließen noch oder ein Schloss da lassen, Schlüssel? Na, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, ich muss jetzt erstmal wieder von meinen 4000 Euro wohl 3 Millionen Klicks runterkommen. Ich bin ja schon ganz fickerig. Korb, ein dieses Ding. Es wird jetzt ein 4000 Euro Video, ist dir klar. Ja, ja. In 2 Millionen Klicks Video. Ja, ja. Wie machen wir das? Yo, Basket und this fucking bike. Ja. Ja, hast du mein Gesicht jetzt auch drauf? Also, wenn weg sein. Jetzt ja. Ja, also. Na gut, Tommy. Bis dann, ja. Bis dann. Ciao, ciao. Aber mach dich mal im Internet mal schlau. Okay, naja, ich hab die Zeit nicht. Ich weiß, du bist mehr so Fahrradhobby-Bastler. Ja, bin aber ja. Es gibt Leute wirklich, die basteln am Fahrrad und die filmen. Hier, es gibt eine Serie, eine Sendung. Der eine nimmt einen Roller, ich weiß nicht, ob du das kennst, und tünt den Roller so, so gut, als wäre wie bei Fahrt und Gefühl ist, dass du Licht da unten drin hat und so eine Scheiße. Ich schwör's dir. Und der hier, und der hat auch richtige Klicks drin. Ja, ja, klar, Mann. Brustello, die Unterhose aber von Adolf Hitler irgendwo finden, dann hast du auch aber diese Videos abonnieren. Daran verdienst du auch noch. Ja, kannst extra. Ich hab noch, ich persönlich hab kein YouTube, weil ich gehe ehrlich arbeiten. Besser. Was arbeitest du? Ja, ich geh auch ehrlich arbeiten. Was ich arbeite? Auf dem Bau, aber ich mach alles. Was machst du da? Gerüste abbauen, Wände abreißen, stemmen. Abrissanierung. Wenn die Wohnungen fertig sind, gibt es Leute, die kaufen sich die Wohnungen und dann sagen sie, ja, ich brauche einen Umzugsleute oder so. Dann sagt der Immobilienmakler, keine Ahnung, hat er mit meinem Chef Vertrag, der für die die Wohnung sauber machen, sagt er dann, pass auf, die Leute machen das und dann sind manche Leute noch so nett und geben mir noch 50 Euro extra noch dazu, nur so Taschengeld, aber hier ich verdiene meine extra. Stunden nun trotzdem. Also ja, ich kann damit leben. So, na vielleicht wird das ja jetzt genau die Aufklärung, wie man bei YouTube Geld verdient. Mein Durchbruch bei YouTube. Ja. Wie verdient man mit YouTube Geld? Indem man... Fleißig bei YouTube? Aber naja, fleißiger als ich, das ist ja glaube ich fast keiner bei YouTube. Also, weißt du, was das Problem ist? Ja, sag mal. Die Aufträge, ja? Die meisten Aufträge, weißt du, wo das hingeht? Also, scheiße, nee. Da ist wieder der Aufträge. Bei YouTube? Oder redest du jetzt von Bau? Bei Bau? Ja, Bau. Das geht alles andere um ihn. Bei mir? Wir reden dann über YouTube. Achso. YouTube-Klicks, nicht Bau-Klicks. YouTube? Es gibt auch einige Albaner und so, die machen, sind auch schon berühmt geworden. YouTube. Ja, YouTuber. Die sind sogar bei Dings hier eingeladen worden. Weil diese komische. Es gibt da so ein Komet-Show. Ja, kennst du? Ich habe kein Fernsehen. Ich bin da völlig. Aber du kennst, wenn TV-Preise. Ja. Zum Beispiel. Stefan Raab hat zum Beispiel jemanden eingeladen, weil einer hat irgendein Video gemacht und er hat dann Millionen Klicks gehabt und Stefan Raab hat dann sich gewundert, wer das hingekriegt hat.
hat er ihn eingeladen und er hat ehrlich und offen gesagt, ich habe nur ein spontan Video gemacht und dann habe ich hochgeladen, aber er hat nicht gesagt, wie die Summe war, er hat nur gesagt, welche Stellen sie bezahlen, also welche Stellen sie bezahlen, aber wie hoch, hat er nicht gesagt. Und Stefan Raab sagt dann so, Mann, ich hab früher so Musik gemacht hier, wenn wir, doch, wenn wir kippen und so, so eine die Dinger, hat, so alles. Hat er nicht gesagt, nicht mal das hat er gut verdient, ja, ja und die anderen machen YouTube nur ein paar so eine blöde Sachen und verdienen Geld. Ja, das hängt an den Leuten, wenn die, ja, wenn die abonnieren. Ja, in dem Sinne kein Verdienst für eine Leistung, das ist ja eine, ja, das ist halt durch diese Anzahl der Klicks, durch die Menschen auf der Welt, die Neugier, die permanente, naja, dadurch was ist es natürlich. Warum die Wöppern alle. Was meinst du, warum. Weißt du, was ein Wöpper pro TV verdient? Ja. 2 Euro. Deswegen machen die Wöpper. Pro Verkauf einer CD, meinst du? Ja. Nein, die CDs werden ja mehr in der Markt, da tun 15 Euro verkauft, ja, aber die verdienen ja pro an TV den Rechten, 2 um Euro. Rechten. Ja, so. Er macht lieber bei YouTube rein, anstatt CD zu verkaufen. Ja, warum? Bei YouTube lieber. Verdient er mehr als bei Dings hier. Weil er kriegt ja alles für sich alleine. Er muss ja niemanden teilen. Er hat ja keinen Manager bei YouTube. Bestenfalls mit dem Finanzamt, ne? Bitte? Bestenfalls mit dem Finanzamt müsste noch teilen. Ja, er hat ja Probleme gehabt mit dem Finanzamt. Ja, schau mal an. Hat okay. Er jetzt Probleme gehabt? Also, wir beenden den Battle Rap. Aber na gut, ich werde euch nicht unterbrechen, wir nehmen jetzt den Hänger hier. Jetzt muss loswerden. Ist das Auftrag? Ja. Auftrag? Dein Auftrag? Jetzt gibt's Klicks. Ja, guckst du nachher hin und machst du richtig tausende Klicks auf ich alle. Ich hab gute Fahrräder. Nein, du hättest gute Fahrräder. Aber nein, ich will. Du sprichst pass alles auf. Vor der Kamera hier, der geht ja nicht. Okay, okay. Lass mal nicht mal kurz. Ja, ja, bis dann, ciao. Ja. Also den Korb an den Rand und dann ist die Frage, da ist dieser Plattschuss dran auf diesen Rädern. Meinst du, die bringt jetzt wieder raus? Plattschuss. 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 Nee, bringt gar nicht. Ist doch Schwachsinn. Nee, können wir machen. Jetzt hast du doch viel Punkt, jetzt funktioniert es. Ja, die Dinger sind nahe neu, vielleicht halten sie einfach. Ja, eben. Ja, in Berlin ist die auch nicht dran. Das ist jetzt ein Dauer. Aber egal, ich finde es auch zu umständlich. Ist ja geil. Ist ja geil, oder? Man, das ist doch original der Straße. Wirklich. Ui, 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 ui. Auch geil mit der Gucci-Tasche. Hast du gesehen? Ja. Aber das haben sie ja alle. Das haben sie alle. Oder war Christian die Hörer, die war Gucci? Ja, oder ja. Nicht? Das ist wirklich. Oh, ab, das ist wirklich. Ich hab noch geile Räder, ey. Wir sind noch mal drauf. Bin noch schlechter dran, die kriegen wir aber. Das war Hobby, oder? Ja. Hobbyschrauber. Hobbyschrauber, ja. Also den Korb baue ich wieder ran. Ja, und eigentlich sonst. Und die Bremse. Und die Bremse. Oh. Die Bremse muss ich reparieren, natürlich. Ja. Das ist verständlich. Man braucht jetzt nicht hier den kaputten Belag von hier darüber. Dann kommt der neue Belag hoch. Ich bringe erstmal ganz kurz jetzt die Dinger rein, danach werde ich meine Klicks sortieren. Alter Schwede. Na, endlich hat mir mal einer gesagt, wie das funktioniert. Also das finde ich auch mal wichtig. Ja, ja. Das muss man sich auch mal sagen lassen. Man muss sich auch manchmal ja. Sachen sagen lassen, gerade wenn man... Ja, genau. Lass dir doch auch mal was sagen. Ja, gut, ich lasse dir einfach mal die anderen Schlüssel... Den Schlüssel würde ich brauchen. Also eventuell brauche ich den. Sattel und Bremse. Genau, dann können wir später, so, wenn dann... Ja? Den Sattel tatsächlich, den Sattel höher. Einfach den höher machen. Der ist fast, Der ist okay. Der ist okay, gar nicht so. Der ist ein kleinerer Rahmen. Das ist ein höherer Rahmen. Ob der Abstand stimmt, das ist was. Der Abstand von nach vorne. Das. Ja, weil das ist ja ein Hollandrad, das nicht. Also dieser Abstand zwischen Sattel und Lenker, der ist hier sehr viel geringer. Das also weißt du. Ist okay. Das findest du gut. Okay. Also wie gesagt, nur die Bremse und den Korb. Bremse, Korb, danke. Ah, ist ja furchtbar. So funktioniert das also. Muss einem doch mal gesagt werden. So, kurz mal Pause. Kurz mal sitzen. Kurz mal genießen. Was für ein schöner Laden. Wie man so sieht. Finde ich gut. Voll. Aber schön.
Klaus noch kommt heute. Der macht halt die alten Laufräder hier weiter. Ja, mal so ganz alte Räder aus den 30er Jahren und 40er Jahren. Die hat er sich jetzt auserkoren zu putzen, zu reinigen und beiseite zu stellen. Mal gucken, ob er das macht. Mal gucken, ob er kommt. Ah, ein Kutscher. Letzte Amtshandlung in diesem Rad. Das ist eine Kappe. Schallzug. Mit der Dommersche, Müllersche Doppelkerbe. Hammer. Machen, dann kann man das gut trinken. Keine Nachricht, nichts, überhaupt nichts. Nichts Interessantes. Keine Aufrufe. Nobody knows the future. Eine Kette gerissen. Machen wir neu. Zack. Zack.
Tja. Trinkelieben. Oh. Sattel höher und los. Na, probier mal auf, drüber zu steigen. Drüber. Ja, wunderbar. Genau. Dann komm wieder runter. Das heißt, es ist ein bisschen zu hoch. Perfekt, ja, gerade. Perfekt. Na, du musst ja da auch fahren. Oh, ich hab's hier ins Spitze stehen. Und hopp. Wow, super. Klappt doch ganz gut. Tada! Fällt dir? Ja, sieht schön aus und lustig. Voll die Jacke verkehrt rum an. Das ist so eine. Unglaublich. Das wieder Party holen. Welche dran? Ich will mein Rot und Silber wieder. Ai, ai, ai. So, wer schnüffelt hier? Und Näschen, Schalack. Was ist denn nun los? Thorsten, bist du verrückt? Hörst du mich nicht? Natürlich nicht. Der taucht schon mal hier ein. Er schwebt sich in Unschuld. Wir haben keine Absauganlage. Jetzt vergiftet er uns alle gerade.
Das sind ja richtige Fahrradpedale, ne? Mit Fahrradschuhen. So, das soll einfach mit ganz normalen Schuhen getragen werden können. Also sowas in die Richtung würde ich dann halt. Ja, sieht das beschissen aus. Ich würde es bei meinem Fahrrad nicht machen, aber du weißt, in die Richtung geht. Also einfache Pedale. Einfache Pedale. Trägt sie denn gute Schuhe? Also Lederschuhe mit Ledersohle? Nee, ganz normale. Dann kann man eben auch welche mit so einem Noppen nehmen. Ansonsten bei den guten italienischen Lederschuhen, wenn die Leute ab und zu tragen, ist das doof. Ja, vor allem bei einem Rennrad tragen und dann am besten auch. Ja, ach so, ja. Aber nee, das ist der Gewitz. Also wirklich, die gibt es. Die fahren dann ganz zu schnassi-bassi mit so einem Ding rum und dann haben sie. Ja, nicht von Benetton vielleicht, aber eben von Budapester, ne? Also ja. Original haben sie denn an. Für mindestens 600. Gut. In einer Woche? Ja, eventuell. Ich muss ja erstmal das Lenkerband bestellen, weil graues Lenkerband gibt es sehr selten. Ah, okay. Ja. Okay. Also ich guck mal nach, was der Tipp, ob das was gibt bei meinem Anbieter. Ansonsten, ja. Okay, gut. Ja, aber ich meine, willst du die jetzt abholen oder wollen sie das? Also, sie ist nächste Woche hier. Das soll ja, dann sollen sie einfach vorbeikommen. Okay. Ja? Okay, super. Egal, ich habe noch alle Fälle dann gemacht. Und das Lenkerband muss ich halt sehen, wann ich es kriege und dann mache ich das. Gut. Ja, und die Aufkleber. Lass sie ran. Also, ich finde auch, das ist. Ich habe da ja nicht ein. Naja, ich habe auch gar nichts richtig gesehen. Ich achte auch nicht drauf. Es sind, glaube ich, so. Die Aufkleber sind egal. Wir gucken. Ja. Alles klar. Gut, gut. Dann gut. Danke schön. Ja. So, mein Freund. Was kann der hier? Der ist wahrscheinlich noch teurer, weil der schiebt ja auch ab. 75. Das ist immer der Mindestpreis, und wenn du dann auch siehst, du tatsächlich so ein 2 mit Reflektor ohne Star. Das sieht halt nicht so geil aus, ne? Aber ja, wolltest du doch nicht, ey, wenn ich mich recht entsinne, wolltest du die so weit oben wie möglich haben damals, deswegen haben wir sie da oben angebracht. Ja, ich meine, ich bin ja lernfähig. Na, das hat aber lange gedauert, 4 Jahre ist eine lange Ausbildung. So, aber wir könnten die auch einfach ohne weiteres hier randengeln. Ja, natürlich, das wäre viel einfacher gewesen, da hätten wir die Vorbau nicht ruinieren müssen. Du hast den Vorbau ruiniert? Nee, du hast den Vorbau ruiniert. Du! Das heißt, wir können die auch einfach so schwuppdiwupp umdrehen, bang, da dran, zack. Und vom ausgeleuchteten Feld ist es ja das gleiche letztendlich. Quasi Einschränkung. Ja, der einzige Vorteil mit dem hier oben war, weil es sah schon schnittiger aus, ist alles richtig. Und du bist von hinten ein wenig besser rangekommen zum Schalten. Dass du natürlich das Ding abgebrochen hast, den Schalter, der ist ja sehr gut bei dieser Lampe, dieser Schalter. Ja. Eigentlich normalerweise, also Hütchen ist gleich, aber normalerweise kannst du das ganze Rad drehen, egal wo du anfasst. Und hier ist es halt, wenn die denn hier ist, ja, da so ein bisschen nah dran. Ne? Geht hoch bei der Lampe, bei allen anderen Lampen wäre doof, wenn du von hinten, wenn du da irgendwie hintergreifen musst und da irgendwo fummeln musst. Aber man könnte sehen, aber den stinkenden Kunststoffkleber auszupacken und hier da so. LED-Technik entwickelt sich so schnell weiter. Also. Kannst du die Bremse nachziehen, das ist vorne ein bisschen mehr. Muss ich sehen, das ist aber jetzt alles unwichtig, das ist alles nicht zur Sache. Du musst ja nochmal zur Botte kommen, Junge, ich muss ja noch ein Rad reparieren heute. Ja. Jetzt ist es schon 7.18 Uhr. Scheiße, Mann, ich muss hier weg. Der Mann ist meine Rüttung. Pedale, das kann ich dann auch parken, das Thema. Aber. Im Pedalenpark. Der musste ja parken, weil den gibt es ja nur in Tschechien. Oh. 11 Minuten und 12 Minuten, deine Zeit ist um. Der Kassenkredit ist abgelaufen. Nur 10 Euro nachzahlen. Ja, bestell mal bitte eine neue Lampe. Die gleiche. Ja, die gleiche nochmal, okay, alles klar. Alter! Und dann machen wir die da unten bei. Wir machen dabei? Die machen wir hier bei. Bist du mit dem Wischmopp mal bei? Weil ich meine, der Hesse komme. Achso, nee, warte mal, wir haben ja gerade noch die andere Alternative aus Baldowert, nämlich man kann eben mit. Nee, das hast du aus Baldowert. Das kannst du ja, ne? Kannst du da mit deinem Bastelkleber mit den Kindern eine wunderbare Heißluftsession machen. Was mit der Wolf werden? Ich habe nicht gemeint. Achso. Hast du nicht gemeint? Ja. Das ist doch schlimm. Was hat er denn gesagt? Keine Ahnung.
irgendwas Freches, war, wenn er sich gleich entschuldigt. Ich höre mich mal. Ich denke auch. Ja. Und ich fange mal wieder frech. Ich muss mir wieder eine Rolle Kekse backen. Bis der Ersatz da ist, können wir das irgendwie festtapen oder so? Oder? Ja, das kannst du mal festtapen. Oder ich kann das irgendwie festtapen, ja. Festtapen. Eine Jukebox. Was ist denn dein Problem? Die blöden, scheiß, doofen, kackbratzen Glasbausteine mir im Weg rumliegen. Ja, dann bau dir eine Abtrennung raus. Ich hab den Bock zu bauen, du bist ja der Bauer. Ja, Gott, Sakra. Dieser Arsch. Was ist denn eine Reparatur? All sein können. Meisterliche Tiriti. Tiriti. Na, ich baue eine Form. Find ich gut. Und die wird dann mit Carbon und so. Ausgegossen. Ausgegossen. Ganz special. Mit Carbon ausgegossen, genau. Ausgegossen. Guck mal, sogar aerodynamisch. Ja, find ich gut. Warum? Find ich gut. Du brauchst ja gar keine neue Lampe mehr. Nee, brauchst du nicht. Nee, mach das so, guck mal. Nee, ich bin auf. Guck mal hier, guck mal. Gleicht sich dann auch an Fange die Farbe des Rahmens an. Guck mal. Zeit. Da passiert nichts. Heute nichts, ne? Ja, heute nicht, morgen nicht, überhaupt übermorgen nicht, bis zur nächsten Italienerin nicht. Die meisten Improvisationen hat man am längsten oder so ähnlich, ne? Ja, genau, improvisieren tut man für die Ewigkeit. Ja, jetzt schön spachteln und. Ah! Ich sehe jetzt schon vor mir. Der Dali des Fahrrads. Gut, war ja Kunstrecht. Du kommst ja noch in mein Beuteraster rein langsam. Ah, ja. Ah, ich hab da sogar einen Fall für dich. Hat mich einer um den Arm betrogen. Elfenbein geschnitzte Bronze. Wie ist der, wie das ist, ne? Den Fall mit dem Bronzepuller. Ja. Haben wir gewonnen. In Berufung. 90 Vergleich, nur 10% der Forderungen haben wir abgegeben. 62.000 hat er auf den Tisch legen müssen. Für? Einen bronzenen Phallus mit einer elfenbeinernen Frau, die den umarmt. Das ganze Kunstwerk heißt La Caresse, die Streicheleinheit. Ja. Und sieben weitere oder acht weitere Skulpturen. Nee, und man kann sich halt seinen Lohn jetzt schon einklagen? Ist ja geil. Nee, es war ein Auktionshaus. Das waren die Leuten, also Bronze, Elfenbein, Erotik. Lempertz war nur wahrscheinlich. Nee, Lempertz war es nicht. Ich dachte, ja, natürlich. Ist ja der Feind. Herr? Auktionshaus Herr in Köln. Na, Herr kenne ich nicht. Von Lauritz gekauft. Ach, Lauritz. Lauritz.com. Aber das war noch eine Herr-Auktion. Das war noch eine Herr-Auktion. Eine Hin- und Her-Auktion. Ja, aber so sind sie. Ja. Art Deco. Aber wahrscheinlich, also im Stil von Art Deco aus chinesischer Produktion. Immerhin echtes Elfenbein, echte Bronze, nur halt nicht. Na, aber hat man das nicht so gesehen auf der Welt? Ja, ja. Und nicht 70.000 Euro für 6 Stück vielleicht oder 5. Nicht ganz halt. Hat er im Grunde genommen die Dinger, muss er zurückgeben, aber doch, was? Die muss er zurückgeben, ja. Okay. Die Verhandlung begann mit dem Gericht, dass sich an die Auktionatoren wendet und sagt, na, wenn sie behaupten, die sind gar nicht gefälscht, warum nehmen sie die nicht einfach zurück? Naja. Ja, da weiß ich wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zum Einlieferer. Der Einlieferer ist von Interpol gesucht, aber nicht auffindbar. Ja, ja, natürlich. Und dann wird das Auktionshaus drauf sitzen. Ja. Ist natürlich für ein gutes Auktionshaus auch ein Klacks. Da haben wir mal die Summe, muss man ja auch dazu sagen. 70.000, sagen sie trotzdem alle, ja komm, gib hier, oder ist gut, wenn du nicht willst oder so. Ja, in der Zwischenzeit haben sie das Auktionshaus verlinkert an Lauritz. Ja. Und Lauritz hat ja gesagt, ah, ihr habt hier noch einen kleinen Rechtsstreit und machen wir mal einen kleinen Kaufpreis einbehalt. Und das sind jetzt einfach 70.000 Euro, ja, nicht ja, aber das ist doch scheißegal. Du verkaufst gegen Auktionshaus für 70.000 und hier so aus dem Laden raus für 80.000. Das funktioniert ja nicht. Also, da muss ich dann jahrelang arbeiten. Da gehe ich einfach kurz im Keller, baue den kurz aus und dann gehe ich raus und sage, ich will 150.000 dafür. Ist noch eine kleine, neben der Reparatur, vollkommen Reparatur, ist noch eine kleine Nachjustierung der Bremse drin heute oder habe ich es jetzt? Jetzt hast du es ausgereizt. Guck mal, jetzt auch nicht. Rechtsstreit und alles gibt's hier.
Verhandlungen. Ja, müssen wir verhandeln. Ja, bitte? Ja, bevor ich mir die Beine im Bauch stehe. Bevor ich die jetzt inseriere, irgendwie für 50, brauchst du trotzdem nicht. Wolfgang! Ja? Alles gut? Ja, ja. Ja? Wolfgang, ich muss hier unten reparieren, hier. Was? Ich muss hier unten reparieren. Ja, ja, mach. Mach mal, sagt er. Gut, ich mach. Wolfgang. Rente. Rente. Das ist der 80er, Alter. Ja, war das ist einer. Oh. Meine Güte, hier haben wir eine halbe Stunde gequatscht nur über. Wo? 3 Stunden? 3 Uhr. Halbe Stunde, das reicht gar nicht. Nee. Schuld? 3 Uhr Termin, Gericht, Polizei, Gericht. Toi, toi, toi. Was waren jetzt hier? Schaltung hat sie kaputt gemacht. So viel halt eine 30 Minuten. Eine halbe Stunde nur gequatscht wegen einer Scheißlampe. Ah, was ist das? Truff sind sie. Jo, dann schauen wir noch mal. Wolfgang, das war ganz schön lange. Hallo. So, oh, Mensch. Achtung. Schauen wir mal, jetzt das hier.
Apfelbus verbrochen. Weiß ich nicht, wieso? Was hast du denn gemacht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wieso, was ist denn? Was ist denn? Ich sag, ich hab mich gut verbrochen, weil der kann quatschen und quatschen. Ah. Nee. Hallo. Ja, hallo. Ja, was ist jetzt? Du musst schauen. Ich muss schauen, was ist denn los? Ach, ist das furchtbar. So. Ich glaube, manche Leute haben keine Meile. Wieso? Naja, gestern, ich sage dir, du hast da jetzt richtig keine Ordnung gebracht. Ja, natürlich. Also selbstverständlich. Kann die Karte kaputt sein. Na, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, was da wieder passiert ist. Ich schaue mir das an, das Rad. Oder so. Muss ja, irgendwas muss ja sein. Aber was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja auch keine Lust, irgendwas dreimal zu machen. Das ist ja Blödsinn. So. Was ist denn hier zu... Alles vorhin da oben so. So eklig verschüttet, was ich meine. Ja. Wieso? Was war ja, da? Hier unten vorhin. Mit dem Zeug, was wir da geführt haben. Da bin ich abgehauen. Der hat das Zeug irgendwie so geführt, so eine Farbe da. Ach, Thorsten! Ja. Wir sollen nur noch diese Scheiße da, so komisch. Jo. Habt ihr jetzt die Kamera hochgebracht? Nee, war ich oben gelassen? Nee. Ich hab keine, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber gleich muss man durch. Moment. Hast du die gelassen? Ja, weiß ich nicht. Der kann ja nervös machen, glaubst du das? Dann ist er mal. Ja. Na, Anwälte ja sowieso, ne? Ah, ja, wirklich. Ach, das Ding kann ich auch so. Mein Bart hat einen Pass. Gefunden? Nö. Da oben ist er doch. Wo denn? Ach, hier. Ne, hier. Ah, ich bin auch blöd, ey. Mann, hier, völlig abgetarnt. Jetzt bin ich nervös. So, Kamera gesucht, gefunden. Ja, ich hatte ja bloß einen Platten, damit jeder den nicht pumpen kann oder was. Da wüsste der ja nicht. Ah, das wissen wir nicht, genau. Ach, das ist der Tradition von den, na, die Kirche von hier, ne? Vorne von denen, sag ich, da helft mir doch mal. Von innen? Ha? Was denn? Das Fahrt von die Erwinnen. Plätze da, wa? Auf die Plätze, fertig, los. Ja, oder? Ist das schon nicht recht? Jo. Das stinkt doch. Plätze und Schinken. Ja, die hat da so ein komisches Fahrrad da mit ihrer Kiste drauf. Da. Mit der Kiste drauf? Ah ja. Riesen Kiste hat ja, schon mal in Sonntag, das ist schon mal gemacht. Ja, das ist immer wieder. Ja, wie die Räder machen. Da ist immer was kaputt an dem Rad. Sollte man einem zu denken geben. So ein Rad sollte man nicht kaufen. Aber wenn ich das so sehe, ein Fenster, man sagt immer Fenster, wohl, ja. Ja, ja, klar. Aber das ist manchmal interessant.
Ja, da ist ja kein Problem. Kannst ja auch machen. Kannst ja auch auf Fenster gucken. Nee, ich sage, was interessant ist. Ne? Ach, da. Ja, die nicht. Nee, das ist ja so. Die leiden sich die Fahrräder hier bei dir. Verstehst du das, Bälle? Jo. So. Und dann fahren sie mit dem Ding dann Börse runter, knapp und dann sagen sie, wenn er kaputt ist. Klappert nicht. Oder über ihre eigenen Räder. Ach, lass ihn. Danke. Ja, oder nach Hause. Und dann haben sie Speiche kaputt oder mit sonst jemand. Na, dann nur Luftball über den Glas. Da liegt da überall Scheiße rum. Oder? Ja, ja. Ja, ja. Ich habe nichts gemacht, Ja, und ist da Hause, das bist du da nicht. Kommst du zu Hause an und ist kaputt. Das war schon kaputt. Und da heißt es, naja, du hast das nicht richtig gemacht. Jo. Naja, nun, also bei ihr, da mache ich doch gerne nochmal, da wechsle ich doch gerne nochmal einen Schlauch bei der guten Dame. Ah. Das ist ja kein Problem. Na ne, meine Ruhe ist klar, aber. Hast du den neuen Lampe angemacht, ja? Nee. Nee, den Rest hat halt. Nee, den bestell ich doch eine neue Lampe. Die hat doch heute eine kaputt gefahren. Ja, geht, weil er mit einer anderen rausgekommen ist oben. Nee, das ist keine andere Lampe. Das war die gleiche, nur mit. Mit Klebeband fest. Ach so. Ja, das ist der gleiche Müll. Ach so. 100 Dollar für ihn haben? Ja, die gleiche nochmal, eine neue. Aha. Was kostet das Ding? 75 Euro. Ohohoho. Na ja. Das ist kein Scheiß, ne? Ha? Das ist kein Scheiß, das ist eine gute Lampe. Na ja, gut, ja. Wenn er das haben will, für 75 Euro. Das war so heftig. Wir waren jetzt so sauer, ich muss mit dem Fahrrad hier. Vielleicht in einer Stunde ungefähr will ich das wieder haben. Ja, so eine kriegt man, ja. Wie die ankam. Ich dachte, nee. Was war denn mit dir? Ha? Was war denn mit dir? Ja, nicht mit dem Fahrrad, ja, die hier. Und sagt, du sagst das ja, ne? Du sagst das ja, um 21 Uhr kannst du wiederkommen. Naja. Ja, immer so erbost mit dem auf jeden Fall. Nee. Die anderen wollte, Ding kaufen. Ah, ist das schlimm hier, Mann, ey. Ich sag dazu mal, kauf noch drei Stück davon, wenigstens von deinen Dinger hier. Kannst du mal eins mal kaufen. Von den Lastenrädern, na vergiss es, die sind doch schweineteuer. Wolfgang, das zahlt kein Mensch. Das weiß ich ja. Ja, ich weiß ja, sagt es, und die kostet 300, 400 Euro, oder was weiß ich. Na, noch mehr. Darfst du mal an 2500 Euro. Oh, ja, vier Stück groß. Das sind etwa 10.000 Euro. Das sind 10.000 Euro, oder? Ja, nee, kannst du nicht, nee. Ich habe jetzt gedacht, Entschuldigung, ich habe jetzt gedacht mit 200 Euro, 300 Euro. Quatsch. Ja, deswegen wollen sie die alle haben, weil das Ding geil aussieht und weil sie ja wissen, was so ein Ding kostet. Ja, das ist ja klar, los. Aber, weil sie mir auch schon ein paar Mal gefragt haben, was das kostet, ob ich der Inhaber bin oder so, ich sage, nee, der Chef ist da unten. Nee, das ist nicht zur Disposition, das steht nicht zur Disposition. Kannst du das Ding mal verpumpen oder was? Ja. Auf gar keinen Fall. Wolfgang, hab ich dir gesagt, was das kostet? Ja. Warum soll ich das verpumpen, ey? Das kommt doch kaputt zurück. Naja, dann bringt. Ich weiß ja, wenn ich. Es gibt nur Ärger, weißt du? Wenn das verborgst sind, dann ist es kaputt. Da sind Leute, die. Die passen ja gar nicht auf, die sind ja so. Na, die meisten, wenn du das verborgst, dann passt doch keiner drauf auf das Zeug. Nee, das ist doch. Das ist ja nicht meins. Ha, egal. Kann man ja mal kaputt machen. Ich sag ja gerade, die fahren ja mit dem Ding auf Stock und Stein. Ja. Minimum. Das spielt bei dir ja keine Rolle. Ja.
So, jetzt haben wir hier. Ach, jetzt wird bei, weil ich ja fragen wollte. Sag mal, war denn die Tante schon mit dem Fernsehen hier? Die er gestern gefragt hat? Nee, die kommt. Wann kommt die denn? Wir sind ja heute mal ein. Weil heute 13 Uhr oder morgen 13 Uhr. Die wollte heute vorbeikommen, wa? Ja, weiß ich nicht. Hast du gesagt, ja, na, machen, ist mir ja, oder? Aber die haben ja hier gestanden. Und das war Abend oder was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Mir ist ja immer ja, also was. Wollte fotografieren oder so, dass du dann im Laden nachher bist oder so was. Ja, weiß ich auch nicht. Interview. Interview machen, ja. Ach doch, du warst schon mal im Laden drin hier. Im Fernsehen. Jetzt werde ich schon zehnmal. Zehnmal schon? Ja, damals, wir sind. Hier ist hier die Straße mal gefilmt, da fünfte Seite, wo eine Klötze war drin und hier unsere Seite. Und ich dachte, hey, ist der Thomas der Altladen. Der Zahnarzt und bist du die ganze Ecke dann. Hä, was denn jetzt mit dem Scheiß hier? Ich hasse diese Kack-Scheiße. Und das heißt, du kriegst hier, ja, oder? Meine Hinterbremse zu machen? Nee. Definitiv nicht. Und die Tage, oh Baby, wie teuer ist denn das bei dir? Hä, wie bitte? Wie teuer ist ein einmal Bremszug und ein. Und einen neuen Bremsklotz? Ja, 30 Euro. 30 Euro? Ja. 15 Euro für Bremszug neu verlegen und 15 Euro für einen günstigen Bremsbelag einbauen. Wenn du einen teuren nimmst, 25, und wenn du einen guten nimmst. Ja. Also der Bremsbelag alleine. Ne? Okay. Na gut, ich komme eigentlich hier jetzt auch selber hin, aber irgendwie ist es halt gerade, deswegen frage ich irgendwie, ob du Zeit hast. Nee, also morgen ja wieder, heute bin ich total voll. Also heute schaffe ich es nicht mehr. Ich habe jetzt okay. Drei Räder zu machen bis zum Feierabend, das ist in einer Stunde. Wird knapp. Das wird knapp. Wir kommen ja auch alle mal kurz vor Feierabend erst. Ja. Okay. Danke dir. Ja, bitte. Ja, das sieht ja auf Befehl. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Lustig, wa? Ja. Hey. Ja, das schaffe ich jetzt nicht, heute nicht mehr. Das ist ja Blödsinn. Also vielleicht schaffe ich's. Aber das weiß ich gar nicht, weißt du? Ja, da hast du ja nichts zu tun, wa? Naja. Manchmal, ich meine es aber so, wir sind einen halben Tag. Das ist manchmal wenig. Nein, mal wie, naja, und ich meine, abends dann um halb acht oder eine Stunde vor Feier kommt doch alle an. Das stimmt. Ein paar Mal so, das ist wissig. Dann kommen dann drei, vier an und kannst du mal schnell, kannst du mal schnell. Ey, wo ist denn dieser scheiß Zug hier? Oh Gott. Das Ende von dem Zug, ich finde das Ende von diesem Zug nicht. Ich bin irre. Ist das Falco Mama gerade gehabt? Mein Vater hat einen Pass. Man findet nicht das Ende von diesem Zug. Das kann doch nicht wahr sein. Sunrays billig Kacke. Wahrscheinlich sollst du das wegschmeißen. Alex heute gesehen? Nee. Entweder wollte heute arbeiten oder wollte nach Hause sehen von wem. Na, viel mehr Auswahl bleibt ja auch nicht. Übrigens, da gehen
viel mehr Auswahl bleibt ja ohne. Nee, entweder arbeiten oder zu Hause. Nein. Weil ich hab den bloß gemerkt, weil er von Alexander Müllkosten, der Gastmüller war, Müllkosten, der gemacht hat, der war ja bestimmt wieder Müllspiel. Oh, ich krieg die Krise hier. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich lasse den alten Zug drin. Nein, aber der müsste eigentlich neu. So, jetzt schneide ich das hier ab. Ich schaue jetzt sofort. Der müsste eigentlich ab, weil ich brauche ein bisschen längeren Zug. Oh, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich will das Ding nicht auseinander. Ich weiß, das geht auseinander. Und dann kann man natürlich den Zug wechseln und so. Aber. Bevor ich das jetzt zerbreche aus meiner Wut heraus. Oh, ist das halt eine Friemel, ey. Diese billigen Kackkabel, das ist. Billig Scheiße. Wolfgang, billig ist nicht gut. Ja, ich hab das schon gemerkt, von verschiedenen Anlässen. Wenn du was billig kaufst, eine Zange oder Schrauben, irgendwie eine Zange, 30 Euro, dann man. Hast du nur Ärger mit? Ja, wie ist. Lieber einen Euro mehr ausgeben und dann wie genau, das sei mal gesagt. Lieber mal 1, 2, 3, 4 Euro mehr ausgeben. Kackrad muss ich auch noch machen hier. Ist wieder kaputt. Kann doch nicht wahr sein. Warum ist denn nicht kaputt? So, jetzt aber. Jo, einmal, zweimal. Einmal und der Modell ist erst morgen vor Mittagessen kommen. Ja, das ist ein Ding, das ist ja auch. Ach, der Dennis, ey. Mann, der macht auch Sachen. Wieso? Oh ja. Der ist auch so, der geht auch so in den Tag hinein. Ja, aber. Der will sich ja nicht, wo der meldet, ist ja nicht, wa? Ja. Na ja. Das will ich nicht, wenn ich zu Hause sein will. Ich will mal die Tage um, wie endlich weg war. Am Tag ist ja abends und dann aber dann abends um 12 Uhr 1 war für mich erstmal immer den Licht drüber an. In der Küche. Ja, das ist ja nur, wie gesagt, das ist nur seine Freundin da. Ja, weiß ich jetzt selber, dass ich nicht da bin. Ich weiß, das ist eigentlich, hat sie jetzt abends um 11, 12 Licht angemacht. Das waren so 3, 4 da. Ja. Sunrays, ja, ich muss mal einen Bildungskurs machen hier, den Sunrays Fuckschalter zerlege. Hab ich wenig gesehen. Was hast du nicht gesehen? Ich hab seine Freundin, die will ich gesehen. Stimmt, ja, naja, die. Ja. Die will nicht. Was? Die will auch nicht gesehen werden. Na ja, das glaube ich schon. Da müsste er mal viel weg war. Dann ist er wieder morgen bei dem Vater drin war. Alles will ich nicht. Na, morgen fährt er nach Dings, ne? Nach Spreewald, geil. Ja. In Spreewald, genau. 3 Tage, 4 Tage. Ja, ich hoffe, es sind alle gut da bei ihm, bei seinem Vater. So, jetzt, wir schauen. Ach, ist nicht wahr. Aber geht nicht. Bestimmt. Und der Dennis hat auch kein Geld groß, wa? Genau.
Dann mal die Kette hier auf. Na, tut einem nur ein bisschen leid, ne? Die ersten Tage, wie du Urlaub warst, hat Angst ja, hat er in den Nüsse da gestanden. Ich hab hier. Ich verstehe das nicht. Ich sage ja nicht, manchmal so ein Typ, ja komm, die Hälfte reparieren, lass er reparieren, verstehst du, ja? Ja, das ist witzig, war total auch so. Warum lassen die alle nur so die Hälfte reparieren? Ja, ja, ja. Der Drücklicht hinten war kaputt bei denen. Ein bisschen. Drücklicht war kaputt, da habe ich nur gesagt, das kann ich selbst, meint er. Ja, das ist schon gut. Ich meine, mag ich, ja gut. Hast du da 25 Euro bei dir bezahlt? Ja. Tja, war eine Menge zu tun. Ja, ja klar, ich meine, das ist ja auch egal, ja, aber ich meine, wo traut ihr? Und wenn er das anders gemacht hätte, hätte er noch 5 Euro mehr bezahlt. Ja, das kostet schon noch ein bisschen mehr. Das läppert sich halt unheimlich schnell zusammen. Oh, ist das nervig, ey. Warum denn dieses, ey? Bleib doch einfach so in der Position. Ich bleib's nicht. Ist schon mal los, was, Thomas? Ja, hier ist was los. Hier ist was los, hier. Wirst du zum... Ich ärgere das hier alles. Nein, ich muss runter, genau. Was? Hm. Was sagst du? Ich sag gerade gesagt, zum Wort haben wir Rehen angesagt. Sonst hätten wir wieder Rehen angesagt. Heute aber bis 24 Grad zu warm. Die Luft ist so warm. Kratzt also laut, wa? Das muss ich dir sagen, das geht so nicht. Vorne Ding ist voll im Arsch hier. Das ist total kaputt. Total, das ist nicht zu lügen. Das kriegst du nicht gebacken. Guck dir mal an. Nicht, das muss getauscht werden. Wo ist denn das jetzt hin? Ich hau den wenigstens schon mal. Kann man denn so einen Scheiß verbauen? So einen Dreck, so einen billigen Rotz? Wie lange Tage? Nee, morgen. Ja, ist doch trotzdem nervig. Ich hätte deine heute fertig. Ja, ich krieg das ja auch heute fertig, aber das ist echt Müll hier. Das Teil taugt gar nichts. Der ganze Rad ist. Smokes. Die fährt doch nicht, die fährt da wo bis an der Ecke drüben. So, jetzt mache ich erstmal das Rad hier fertig, das Herkules. Jetzt muss ich umswitchen, mag ich auch nicht, ne? Zwischendurch eine Arbeit abzubrechen. Aber ich werde wohl zu lange brauchen für das hier, das dauert länger. Boah,
sind schwer. Denn ich komm noch, den kommt noch dran. So, jetzt gucken wir uns mal an hier den Kackhaufen. Ah, wieder mal ein Herkules. Und wieder mal, jetzt sind wir schon da. Heute ist wieder mit der Beschwerde, dass der Reifen hinten wieder platt ist. Was sagt Wolfgang dazu? Ich würde mal erstmal aufpumpen. Nee, naja, das bringt ja nicht. Also wenn, stell dir mal vor, das hält jetzt die Luft für eine Stunde oder so, dann ist wieder platt. Achso, naja. Nee, ich baue das jetzt auseinander. Hätte es im Hausflur gestanden, hätte ich gesagt, irgendjemand hat dir die Luft rausgelassen und dann wieder zugedreht. Ja. Einfach nur zum Stecker. Das aber sagt, sie sagt zumindest, steht in der Wohnung. Kann ich mir ja nicht vorstellen, dass er das gerade in die Wohnung steht. Aber wenn sie das sagt, dann ist es so. Denn muss es ja was anderes sein. Ich bin ja wohl gespannt, das muss ich nochmal anklicken. Ja. Ja, kannst du sehen. Jetzt löse ich den Bremsanker. Wie ich das? Wir werden wirklich. Mal sehen, was da los ist. Bremsanker. Ja. Oh. Also wie die ankam mit der Fahrer, war richtig, irgendwie so richtig, wenn ich halt abwusst. Ja, wieso? Was? Wieso denn? Weiß ich nicht, aber die sagt, dass er die Standard, ich habe nichts gemacht und man meinte, hast du ja geguckt und so, und schon wieder am Platz, wie kann das sein und so? Ja, ja, kann alles sein. Platter kann immer wieder sein. Ja, das klar, ist, das ist richtig. Ja, erbost muss man da nicht sein, das ist ja Schwachsinn. Naja, aber das alles. So, ich habe den Bremsanker lose geschraubt. Und die sagt, dann, ja, ich möchte am liebsten so schnell wieder haben. Naja, ja, natürlich möchte jeder. Jeder möchte sein Rad so schnell wie möglich wieder haben. So, 15er Schlüssel. Die Leute haben bloß alle Glück, weil jeder ihre Art da bin. Dass sie müssen Leute aufpassen. Genau, so sieht das aus. Ja, 21 Uhr. Wer macht denn so? Welcher Laden hat mit 21 Uhr gemacht? Wolfgang, da sagst du was. Macht den Leute um 8 Uhr dann eine Reparatur. Genau, um 8 Uhr und 14 Minuten. Ja, so, ja, ich ziehe den Mantel ab. Der geht ja relativ einfach. Zack, weg ist der Mantel. Ich gucke mir jetzt nochmal die Felge an. Nochmal. Habe ich gestern schon gemacht. Ich gucke mir nochmal die Felge an. Und ich muss sehen. Nach wie vor nichts. Keine scharfen Kanten, nichts, alles gut. Vielleicht, denk mal, vielleicht ist das innen drin auch. Ja, ist nichts. Nee, ist alles gut. Jetzt gucke ich von außen. Ich nehme den Schlauch hinaus. So. C82, da war das Ventil. So, ich gehe jetzt hier lang. So wie ich das immer mache. Und was sehe ich? Was fühle ich? Was rieche ich? Hm? Ah, Glas. Hm? Ein Stück Glas. Da haben wir Glas. Das war erst da nicht drin. Das könnte ich beschwören. Ich habe ein Stück Glas gefunden. Das war erst da nicht drin. Da. Und sonst jenes Stückchen Glas, das macht noch einen. Ja. Das habe ich ja von innen gespürt. Also. So, ich gehe weiter. Naja, ich verstehe schon. Ich denke mal, der Mantel ist auch dicker. Ja? Naja, da der kommt ist, dann der, und dann. Der ist alt. Also da ist. So, jetzt. Das sieht wieder aus. So haben wir das. Ja, jetzt können wir ein bisschen Teig gucken. Nee. Naja, ein bisschen ist drin. Machst du den Schlauch wieder rein, machst du einen neuen drin? Einmal einen neuen drin natürlich. Mach natürlich einen neuen drin. So. Also. Ich halte, das kann ich ja nicht, das kann ja nicht wahr sein. War ich nicht hingetan? Habe ich das irgendwo hingetan? Nee, war doch. Halt das? Ja. Das
scheißegal. Ich mach das jetzt eh umsonst. Ist scheißegal. Ich schreibe mal ja nicht mit einer Kundin rum. Wegen dem Zinnober, der war gestern auf keinen Fall, weil die Scherbe gestern drin, Wolfgang. Bedummig. Macht gar nicht. Aus Jux und Dallerei. Kommst du jetzt da jetzt bei zu? Da. Oder? Das ist ein alter Mantel, da geht jede Scherbe durch. Wenn sie jetzt hier rausschiebt und durch die nächste Scherbe fährt, ist das Ding wieder platt. Und ich kann nicht, warum kommst du wieder, hast du wieder kaputt? Ja, dann ist es auch vorbei. Jetzt ist da wettig mit dir. Kann sein, wa? Ich bin ruhig, das war auch was. Kannst du mal hören, dass sie wieder da ist? Ja, Typ Corso. Wo steht's denn? Nylon S, wo steht's denn? Made in Germany. Was kostet der Schlauch, den Rennwein, der neue? 7 Euro. Jetzt hast du 7 Euro, die ich schon nie gesehen. Scheißegal. Ah ja. Na und meine Zeit, das ist ja viel wertvoller, meine Zeit. Ah, das war ich ja für mich. Wie schnell ich das hier, weil ich das Rad abholt, dann ist er hier, das hier. Oh. Und weil ich dann also, oh, mach mal eine Achterwanne da. Ja. Ja. Alle für die Zufriedenheit meiner Kunden. Aber du hast da schon Routine da drin. Zack, das ist aber ja. Hallo, was ist das denn? Aquarium oder was? Ich hatte gerade 20 Minuten an der Sandestraße gesucht. Warum denn bitte? Falsche Straße. Ich bin doch hier. Ich bin und warte nur auf dich. Endlich hier. Es ist eine Lampe. Guten Abend. Ja. Das ist eine Lampe. Ja, ich weiß. Ich wollte nur witzig sein. Es gibt leider keinen Fisch drin. Und ich mag es nicht so, aber der Franzose hat auch so eine. Der Franzose? Mein Freund. Ach, der gemeine Franzose. Und so brauche ich auch sowas. Jetzt. Siehst du die andere Seite vom Bett. Wir haben gerade zusammen gesehen. Erzähl ruhig. Ist ja English Day. Today is an English Day. I'm sorry. Today is an English Day. Wolfgang. Er kann kein Englisch. Er kann kein Englisch, nur ist er Deutsch. Today is also a German Day for him. Ja. Das glaube ich. Also. Ich kann kein Englisch. Das ist einfach. Ich kann kein Englisch. So. Jessica. Ich kann zwar nicht verstehen, aber trotzdem. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Das war nur der Name von ihr. Achso, ich kann trotzdem. Er ist Wolfgang. Sein Name ist Wolfgang, er weiß von nichts. Hi. Hi. Kein Problem. Darf ich bitte kurz reinkommen und sitzen oder soll ich nicht anrufen? Du kannst dich auch gerne hier rein, komm doch durch. Ja, wenn du da sitzt, dann sieht man ja alles. Ist ja furchtbar. Nicht so vermissen. Wie bitte? Achso, ja. Carsten, wieso? Wutzach, weiß ich nicht. Wutzach hat das. Jetzt ist gut, wa? Jetzt ist US-Mars. High Pressure. High Pressure. Oh ja. Good old Tire. So, dann machen wir da noch die Dings ab. Jetzt fest, war alles fest. Hier ist auch dran. So, next. Ja. Yeah.
Und wenn du noch Zeit hast, du noch ein bisschen Zeit? Zeit! Nein, keine Zeit. Zeit ist so ein Ding. Oh ja. Ja. So straight. Nee, das ist es nicht. Das ist Müll. Eigentlichen Preise. Also, dann habe ich noch Geld für dich. Das sind aber eben nur Arbeitspreise, ne? Ohne Material. Ja. Das ist. Na, wohl schön. Das ist doch mal was, wa? Was? Also du kannst es ja gerne mal probieren, aber guck mal, das geht nicht fest. Gut. Wolltest du hin? Nee, danke, ich hab gerade meine Leute, das sind ja meine Dame gehabt noch. Bevor ich gehe und ich hab noch gesagt, darfst du überhaupt? Ich will nicht, Carsten, ich bin gemein. Nee, ich frage ja, ob du überhaupt trinkst. Ja, klar. Ratte. Ich hab jetzt... Ja. Gerade zu machen? Zu zentrieren, ja. Das muss man probieren einfach, das kann man nicht vorher also sagen. Also es ist nicht nur von den zwei Seiten, es ist ein ganz anderes, oder? Nein, das ist ja nicht zentriert. Also. Okay. Ne, also. Ja. Das ist, ja, da muss man zentrieren. Okay. Dann vielleicht. Okay. Würde 20 Euro kosten, aber das ist bei dem Rad ja, kann sein, dass es gar nicht funktioniert. Okay. Ja. Gut zu wissen. Und so, jetzt soll ich etwas größer kaufen. Nicht nur größer, aber sportlicher für jeden Tag? Das Fahrrad, sportlicher. Ja. Also was würdest du empfehlen für ja, ja, also ganz normales, ein ganz normales Tourenrad, Trekkingrad, Tourenrad. Ja. Ja. Sportlicher muss es ja nicht sein. Das ist ja schon sportlich. Okay. Weiß ich nicht, dass es nicht so unsportlich ist. Unsportlich das Rad. Schon sehr sportlich. Sieht sportlich aus. Kommt auf den Fahrradhof an. Bist du sportlich? Bin ich. Na bitte, dann ist das Rad sportlich. Na, ja. Was, also, wie viel noch? Dafür, was du geben magst, ist egal. 1 Euro, 2 Euro, was auch immer, irgendwie so, aber. Ja. Das weiß ich nicht. Das ist ja. Mensch. Ja, wie kriegst du jetzt die Lampe weg? Machst du den Bruch? Das ist das Froschfahrrad? Nee. Nee. Das ist. Ich weiß ja nicht, was das ist. Ich habe nur noch 20. Nee, alle gut, dann erschrecken nächste Mal. Okay, dann bringe ich diesen Teil, wie heißt es noch? Diese hier, das ist eine Klemme. Kloben. Was? Kloben. 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 Und die kann ich nur online kaufen mit Brooks? Da kannst du nicht nur online kaufen, aber natürlich auch in Läden, die Brooks vertreten, ja, Brooks-Sättel haben. Die haben das vielleicht auch einzeln, aber online mit Sicherheit kannst du das kaufen. Okay. Und das muss halt ganz wichtig die Klemme sein mit diesen zwei, für diese zwei Streben. Also hier diese doppelte, ne? Ich sehe. Die muss es sein. Okay, dann sehen wir uns. Und dann wird das festgeschraubt, wahrscheinlich. Bring mir mal das Fahrrad mal nach oben, ich hatte das Ding. Jawohl, Wolfgang, das werde ich tun. Natürlich nicht, dass du mich darauf hinweist. Nein, keiner ich hätte ich gesagt, willst du nicht noch meine Dinger mit nach oben tragen? Nee, Moment, kannst du kannst gar nicht vor dir. Du hast richtig. Nee, weil ich. Nee, da ist wieder. Hä? Machst du Bodybuilding? Nein, ich bin einfach wirklich. Ja, stimmt, die Oberschenkel, wa? Das ist von Gymnastik. Gymnastik, also schon ja, Sport. Als ich, ja. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber jetzt speziell irgendwie einen Boden tun oder?
Nein, einfach ganz viel Sport, weil ich klein bin und ich kann sehr schnell rennen. Ja. Also dafür brauche ich größere Beine. Ja, ich habe als Kind Gymnastik und Segeln gemacht. Aber das sieht aus, als würdest du jeden Tag trainiert jeden Tag? Trainieren. Ja, hier. Ja, Fahrrad. 40 Minuten mindestens jeden Tag mit etwas. Mit angezogenen Bremsen. Verstehe. Mit angezogenen Bremsen. Toi, toi, toi. Ja, toll. Da wollte ich noch oben aus, wa? Den kurzen Rock, wa? Alles Gute. Ciao, ciao. Das hat dem Wolf angefallen. Das hat dem Wolf angefallen. Was jetzt? Ich habe doch mal Segeln hin, ja, mit ihr. Angeln, nee, natürlich. Ich meine, die war sehr nett gewesen. Oh. So, die tritt die Fische direkt tot, wenn sie rauskommen. So. Ich dachte, du musst dich da unten hinsetzen. Erstmal. Ja, dann, nee. Ich, dann muss ich erstmal darauf hinweisen, dass man ja dann alles sieht. Wenn sie sich da hinsetzt, ist nicht so gut. Hast du gesagt? Ja. Wo jetzt? Auf der Treppe? Da. Da, das kannst du nicht machen, dann kann ich nicht arbeiten. Das sieht man ja alle. Da. Irgendwie. Ich kann sie immer nicht angucken, ist dann unhöflich, dann könnte ich sie nicht angucken beim Miteinander kommunizieren. Er hat dir da was zu trinken mit dir gebracht. Ja, für mich? Ein Gösser? Oh, ein Feierabendgösser. Prost. Prost. Prost, danke Carsten. Prost, Wolfgang. Ja. Das sind die richtig Ballermänner gehabt hier. Ja. Also so wie. Ja, die war sehr muskulös. Wirklich trainiert. Zeigt sie offensichtlich auch gerne, die Beine, weil ich meine. Nicht viele Frauen haben jetzt noch kurze Rücken an. Ja. Für mich, also wirklich, die waren ja, für beide trainiert. Also, das kommt nicht irgendwie, weil du zweimal die Woche was machst. Nee, nee, die war richtig durchtrainiert. Also richtig. Frauen vor allem. Oder Ex bei den Bildern. Aber in der Form her, siehst du das? Das ist konditioniert, ja, für irgendwas. Irgendwer da steigt. Arbeitet die im. Ja, vielleicht stemmt die immer so eine Typen wie ich. Im Fernsehturm, vielleicht arbeitet die im Fernsehturm oben, aber Luft immer hoch und runter. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber dann hättest du Schlanke. Dann bist du Athlet, dann bist du so. Ja, aber Gewicht drauf, war so mit 50 Kilo Scheiben. Ja, aber genau. Links. Also weißt du was, kurze Muskelphase. Man kann es, was macht dein Urlaub am Fernsehturm? Nee, war das schon. War schon? Ja, der war schon da, Anschlag. Dich und zurück. Quatsch. Doch, ja, ist so. Da hat er auch ein Souvenir mitgebracht hier aus dem. Das machen die in Spanien so. Guck doch im Internet, steht für die Strecke 142 Stunden mit 30 Stunden Geschwindigkeit. Ja. Dein Fahrrad? Nachts fährt der hoch. Ich Quatsch. Du kannst mir nur nicht ärgern, ne? Wieso ärgern? Genau, will ich ärgern, Wolfgang. Flugzeug runter hier flog hoch. Wollen wir nur einen Bären auffinden? Mit dir noch, Winter. Kannst du Flugzeug, kannst du fahren mit dem Flugzeug mit dem machen? Ja, ja, ja. Nee, alles gut. Du bist alle gefahren, wa? Doch, im Gedanken, im Geist bin ich gefahren. Ich die Strecke dreimal durchgeschwitzt. Warst du wenigstens am Sonntag wählen? Ich war wählen, ja. Ja? Warst du wenigstens wählen? Ja. Weil ich nämlich den Trainer auch gesehen habe. Ne? Ich bin in Hause und er ist hingegangen. Ich habe die halbe Brückner da getroffen. Das ist bestimmt 10 Leute getroffen, die da unterwegs waren. Ja, ja, logisch, ja, ja. Da stand ja auch. Hast du dich hübsch gemacht? Wahlsonntag und so? Wie im Osten haben sie alle fein angezogen? Ja, so war es aber auch. Ja. Achso, bei den anderen war es so, ja? Da wurde dein Zelt abgegeben hast. Ja. Da stand auf der Seite. Die Zelle drin, sechs Straßen waren. Die CDU, die Grünen und die FDP. Die kommen nicht überein. Nee. Weil die CDU fordert Obergrenze für Zuwanderung. Wenn ich und morgen halten daran fest, stur haben sie gesagt, müssen sie. Ist einfach so. Wenn ja nicht immer so sagen. So, andersrum. Und die anderen, die noch sagen mit Gegenteil, nein, die sind nicht für eine Obergrenze. Wenn ich in der Kölner Woche bleibe, kriege ich sie wieder ab, ja? So ist die Koalition nicht möglich. Ich sage gerade, wenn ich in der Kölner Woche bleibe, kriege ich sie wieder ab, ja?
Wenn der eine Kölner Wochenblatt kriegt. Immer noch Kekse nicht. Na gut, so ist es. Jetzt ist Feierabend gleich. Ja.